Hey Leute, ich möchte euch nur kurz informieren, bevor das Let's Play losgeht. Ich hatte Probleme mit dem Sound. Es gab ein kleines Update. Deswegen sind die Kollegen Novi und Jürgen in den Let's Play-Folgen echt leise zu hören. Ich habe schon alles unternommen. In den neuen Let's Play-Folgen funktioniert es wieder, aber die Folgen sind leider aufgenommen und wir behalten sie so. Ich danke für euer Verständnis und jetzt geht das Let's Play los. Viel Spaß! Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play LS17. Ja, und es gibt jetzt ein Special Spezial. Es ist so viel Arbeit auf dem Hof und da habe ich den lieben Jürgen gefragt, ob mir mal ein bisschen auf dem Feld hilft, im Hof. Ja, hallo Jürgen, wie geht's, wie steht's? Hi, mir geht's gut. Ja, du wolltest gleich mit Dreschen anfangen vom Mais, das ist schön. Wenn du voll bist, kannst du mich immer anrufen und dann komme ich gleich dich abfahren. Wollen wir das so machen? Jawohl, dann viel Spaß. Ich werde mal ein paar Ballen einlagern. So, dann werden wir mal. Ihr müsst wissen, Jürgen ist ein alter Veteran im LS17. Der hat mich dazu gebracht. So LS15 hat er mich zugebracht. Du hast auch schon LS13 gespielt, oder? Das ist sehr schön. Da habe ich einen alten Veteran dabei, der kann immer noch gute Tipps geben. Wie voll ist denn der Drescher noch? 89%. Dann komm ich dir schon mal leicht entgegengefahren. War mal Karte. Ich bin ja immer noch bei Scump. Wie sieht's denn aus bei Scump schon, Jürgen? Kein Spiel für mich sein, weil bei GZ ging es schon einigermaßen so, aber Scump weiß ich nicht. Ich habe es gestern mit meinen Söhnen gemacht. Ja? Also, er ist voll. Ich komme. Aber keine Chance. Spiel für jüngere Leute, muss ich sagen. Okay. Ja, weil ich dachte, da ist viel für dich dabei, so mit Survival und so, aber... Ja, ist ja auch, also wenn du, aber du hast ja gar keine Chance, du musst ja mindestens zu zweit oder zu dritt sein. Mein Elster spielt es und er sagt selber, also... Der einzige Vorteil ist, also wenn du da aus dem Spiel aussteigst, du bist nicht gleich tot, also wenn sie dich erwischen. Gut, du musst dich aber auch verbinden, wenn du eine Krankheit hast, ne? Oder physikalischen Schaden und dich dann aussaugst, dann stirbst du. Ja, oder wenn du nicht scheißen gehst, ne? Ja, das auch. Ja, dann bringe ich den gleich noch einmal weg und dann geht's gleich weiter. Ja, irgendwie ist bei mir der Hänger verbuggt, weil normalerweise kostet der Hänger für den knappe 5.000, weil der kostet, glaube ich, 12.000 oder 13.000. Weil das halt ein älterer ist, ne? Aber bei mir kostet der Hänger 56.000. Verstehe ich nicht. Ja, der wird fast voll, ne? Also hier kriegen wir echt gut Mais runter. Ja, ich habe den erstmal ein paar Vorgewände fahren lassen. Da musst du halt gucken, wie du es besser findest. Kannst ja auch hoch und runter fahren. Ja, meine liebe Leute, Jürgen, der hilft jetzt ein bisschen. Wir machen ab und zu mal ein paar Folgen zusammen, wenn wir mal Zeit haben. Wollen hier mal den Curseplay laufen lassen und wir haben dann auch mal, können wir auch mal ein bisschen reden. Das finde ich schön. Dann ist das immer nicht so eintönig und so. Und letztes Mal habe ich aus Versehen Radio angemacht und hat YouTube gleich werbemäßig und wollten sie da was machen. Mal gucken, ob da irgendwas passiert, aber das glaube ich nicht. Und Jürgen spielt derzeit die Ostfriesische Marsch. Und Jürgen, du spielst ja die Ostfriesische Marsch, hast du gesagt, ne? Ja, mach ich. Ja. Hat jetzt den zweiten Anlauf genommen. Beim ersten Mal habe ich, sag ich mal, ein bisschen gescheatet, damit ich hier die ganzen Lokalitäten kennenlerne. Und jetzt habe ich also wieder angefangen. Ganz normal.
ohne großartig mit Mods, sondern nur mit den gegebenen Gerätschaften. Ja. Genommen hier mit GPS, Curseplay, das ist drin. Ja, Date and Time habe ich drin und dann nur mit den Originalgeräten. Okay. Ist hart, das ist wirklich hart. Ja, musst du alles kaufen, hast du gesagt, ne? Man muss alles kaufen. Wie gesagt, die Map besteht aus drei Inseln. Die Mittelinsel, da ist der Händler. Ja. Der Viehhändler ist dann da und zwei Verkaufsstellen, McDope ist da. Aber um auf die Mittelinsel zu kommen, musst du den Zugang, die Brücke kaufen mit 100.000. Ach, sonst kommst du gar nicht zum Händler, oder wie? Ja, also ich mache es momentan mit Kompost und Stroh. Und der einzige Verkaufs ist die Raiffeisen AG mit Mini-Preisen, weil die Insel ist also in Ost und West unterteilt. Ich fange bei West an. Bei Ost sind die Preise ein bisschen höher als auf West. Also okay. Man muss sehen, dass man die Brücken beikauft und dann auf der Nachbarinsel dann Ware verkaufen kann. Aber macht Spaß. Okay, das hört sich sehr gut an. Vor allen Dingen, also ich habe den Schritt wieder zurückgemacht, weil demnächst kommt das neue Spiel raus. Da gibt es ja keine Mods. Man muss also wieder mit Null anfangen und nächsten Monat, ne? Ja. Am 20. Sag mal, warum kann ich denn nicht abladen? Bei Saturn vor der Tür, wenn der Laden aufgeht, rein, Spiel holen. Warum kann ich denn hier nicht? Acht Leute, die das Spiel gleichzeitig haben wollten. Wer? Wir waren damals 8 Mann, die wir hier das 17er geholt haben. Okay. Wann, weißt du den Tag genau, wann es rauskommt? Bitte? Weißt du den Tag, wann es rauskommt? Am 20. Okay. Warum kann ich denn hier nicht abladen? Was ist denn los hier? Also ich habe 82%. Ja, warte, ich habe gerade irgendwie Probleme abzuladen. Ich weiß gerade nicht, warum. So, Schnecker anschalten, ne? Fahrsilo an. Silo einschalten, Schnecker einschalten. Okay, jetzt habe ich es angeschaltet. Jetzt gucke ich mal. Ah, jetzt zeigt das an. Jetzt. Ja gut, ich komme gleich wieder angedüst. Da machen wir heute halt Mais-Action. So, gucken, kann er ja vernünftig abkippen? Ja, passt. Unser Bauer hier im Dorf, der hat jetzt so, da kannst du Bio-Eier sind das und Bio-Nudeln kannst du bei denen kaufen. Der hat in seinem Hof, hat er so einen kleinen Raum gemacht, das ist so von außen begehbar, hat er so eine kleine, wie so ein Getränke, wo du Getränke halt holst, so mit Eiern. Ne? Da schmeißt er rein, dachte ich mir, habe ich Frau gefragt, wie sind denn die Eier da rausgekommen, die können doch nicht einfach runterplumpsen. Da fährt dann ein Boden, der Boden fährt dann hoch, kommt ein lustiger Spruch und dann schiebt er da die Eier drauf und dann fahren die runter. Habe ich auch schon gehört, bei manche Schlachter haben das auch mit so einer Kühltheke, dass du auch am Wochenende deine Bratwürstchen und so holen kannst. Ich habe letztens hier gesehen, auf Wiesland, einen Grundbauer, da kannst du deine frische Milch direkt von der Kuh holen. Das heißt, also die Milch ist noch nicht mal entrahmt. Okay. Also gemolken, frisch gemolken, aus dem Melkkammer wird einmal der obere Rahmen abgeschöpft. Ja. Dann kommt die in die Kühlautomaten. Da ist also ein Tauchsieb bzw. ein Bänder drin. Der dreht das, damit also kein Rahmen angesetzt wird. Und dann kommst du da hin und dann schmeißt du da Euro rein und dann das Milch. Okay, das ist doch auch okay. Aber die Milch ist nicht jedermanns Sache, weil die nicht pasteurisiert ist. Ne? Ja, ist klar, da ist auch noch ein bisschen mehr Fett drin. Sehr gehaltvoll, die Milch. Ich muss sagen, irgendwie stören die Autos, die ruckeln ein bisschen. Ja, mal gucken. Zu meiner Kindheit. Direkt vom Euter. Der Heinz konnte das damals so und dann hat er abgedrückt und dann stand er als Kind dann da
Mund auf. Na gut, ein Teil ist daneben. Aber war lecker. Wenn du willst, können wir mal probieren zu fahren dabei. Moment, ich muss mal starten. Jeder Stand, der kostet Sprit. Da hast du recht. Ah. Bei den alten Gerätschaften hier, so, Moment, ich bleib stehen. Ich will das Sprit-Ding auch haben. Ja, das hat Curseplay, hat vor, da, wenn du auf der anderen Seite lang fährst, dann kannst du auch nochmal probieren, das mitzunehmen. Da hat er. Ja, da hat er eine komische Kurve gefahren. Der ist in den Graben und dann aus dem Graben wieder rausgefahren. Okay, warte, dann fahre ich zurück. Also nächstes Mal, wenn du voll bist, dann fahre ich gleich ab, dann passt das. Dann brauchst du nicht stehen. So, dann probiere ich mal die erste Lage Stroh reinzubringen. Haben wir jetzt mal extra einen anderen Spieß geholt, weil der andere fand ich jetzt nicht mehr ganz so gut. Aber muss ich mal gucken. Ja, ich habe mich echt erschreckt, wie viel Strohballen von dem Feld hier runterkommen. Ich habe nicht so viel geschätzt. Also knappe 100, über 100 müssten das sein. Ich habe Rundballen genommen, weil Rundballen sind einfacher. Ja. Aber ist intensiver, weil ich jedes Mal anhalten muss. Gut, da gibt es glaube ich auch einen Mod, ne? Da schmeißt er die automatisch raus. Ausnahmen gibt es, ja. Aber ich habe darauf verzichtet, weil, wie gesagt, ich entwickle mich wieder zurück zum Urgestein und wenn das neue Spiel draußen ist, dann hast du eh nicht keine Varianten. Und ich möchte auch nicht mehr großartig, es sei denn, also leistungsstärkere Trecker oder mit besseren Sound, ja, die werde ich mir dann holen, aber sonst. Bleib ich da bei dem, was es ist. Ich bin irgendwie nicht zufrieden mit dieser Halle hier. Naja, komm, wir machen eine Seite voll mit Stroh und Reststroh wird verkauft. Ich muss auch zugestehen, ich wollte mir eigentlich noch einen Teleskoplader kaufen. Das weiß ich nicht. Sollen wir das noch machen in der Folge? Sollen wir das machen? Ach komm, einen Teleskoplader können wir uns kaufen. Ich glaube, mit denen kann man auch besser die Strohballen transportieren als mit diesem wackeligen Trecker bei vier Ballen. Das ist schon ganz schön schwer für den. Oder was sagt der Experte? Was heißt Experte? Also, ich habe, wie gesagt, also mit dem Wagen habe ich schon lange nicht mehr am Hut gehabt. Hast du gesehen den Streifen, den ich meinte? Ja, habe ich. So. So manche Pflanzen kriegst du nicht runter, weil er sagt, klipp und klar fällt. Ja, ja. Na gut, okay. Ja, ist nicht schlimm, dann hauen wir da mit einem Flug rüber. Flügen müssen wir auch wieder dieses Mal. Ein Thema. Wo ich noch ein bisschen modde, sag ich mal, mit Mods arbeite, ist beim Holz. Ne? Also, ich habe keinen Bock, die Holzstämme da mit der Gabel aufzuladen. Also, da bin ich ehrlich. Du kannst auch Kleinsteine per Hand machen. Aber sonst, Restfeldarbeit macht Spaß.
So, jetzt habe ich gleich die erste Fuhre drin. Du schreist, wenn du voll bist. Ja. Und bei 70% schrei ich. Okay. Dann steig mal jetzt in deinen LKW. Soll ich andersrum fahren? Von welcher Seite kommst du? Warte, ich gucke. Ja, ich komme da lang. Und dann haben wir auch gleich die erste Folge geschafft. Ach, das kann ich jetzt schon ab. Tschüss sagen. Also, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir machen jetzt noch fleißig weiter. Wir nehmen bestimmt noch ein paar Folgen auf, dass Jürgen noch fleißiger ist auf dem Maisfeld und ich fahre ihn fleißig weiterhin ab. Ich danke euch fürs Zuschauen. Die Folge ist für einen Donnerstag. Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Du darfst dich auch verabschieden, Jürgen. Und tschüss, bis nächstes.